herzlich willkommen in der 25. Folge von RimWorld hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael und euch herzlich willkommen. Wir haben uns ja etwas erweitert und mir ist aufgefallen, dass wir ja Waffen bauen können und das ist gar nicht so schlecht. Und das werden wir dieses Mal diese Runde auch angehen. Dazu brauchen wir noch warme Kleidung und Golderz, weil das hat sich als ganz toll herausgestellt. Also zumindest ist es ein gutes Handelsgut. Jade, naja, verlockend ist das schon. Ich hol mir das mal. Ansonsten, Nahrungsmittel sind ausreichend vorhanden. Die Strommaschine läuft. Ja, es geht um Waffen. Ein schöner großer Raum. Hier ist wieder irgendwas. Ah ja. Sehr gut. Holen wir uns mal. Verrottet. Boah, die ist ja aber krass drauf. Moment. Nichts da. Okay, hahaha. Stopp. Miki, Knarre raus. Und die Steff, die Knarre raus. Und nix hier mit Mast Jagd auf Siggy. Du bist wohl blöde. Schieß. Knall die ab. Gift ist natürlich sehr schlecht. Gefährlich ist das schon. Kobra beschießen. Kobra beschießen. Sehr gut. Kobra rächt sich. Aber die ist schon gut verletzt. Knallt sie ab. Hat die's? Leiche. Okay. Wäre das Thema erledigt. Das Schöne daran ist... Wir haben jetzt hier einen Haufen Affen. Und die verrotten ganz schön flott. Das kann weg. Nee, holt den Mist gleich mal rein. Ihr seid so verrottet, weil nicht überdacht. Verrotten. Tut es weniger. Ja, ja. Tragen. Holt man die Affen rein. Die Kobra holen wir dann auch. Aber auf jeden Fall erstmal die Affen zu irgendwas verarbeiten. Oben ist kein Holz mehr. Rina, bitte Holz auffüllen. Ja, diesmal fällt sowas sogar zufällig auf. Nee, nee, holt mal die Affen schön rein. Auch du. Verarbeitet ihr die Affen? Verrottend. Die sind hier einfach tot, ne? Kobra macht die wirklich so fies alle. Kann das sein? Kobra geholt, ja. Kobra haben wir geholt. Wahrscheinlich auch gleich zerhackt. Ja, jetzt wird doch mal automatisch sauber gemacht und Licht ist und sowieso viel, alles viel schöner jetzt. So, das Thema ist erledigt. Da kann Rina mit aufhören. Kann Rina mit aufhören. Ah ja. Noch irgendwelche Fragen. So. Stein ist erstmal genug da, oder? 108. Wir könnten auf jeden Fall für Konrad noch einen Schlafsaal ansetzen. Werde ich auch mal machen. Obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht schläft. Zack, zack, Bett rein, fertig. Der Schlaftrakt. Ich mach das mal. Bauen wir diesmal gleich aus Schiefer. Ist nicht so groß. Das ist nicht übertreiben. So. Tür. Hier. Und die ganzen Sachen wegfällen. Entfernen. Wegfällen. Zack, zack. Das wird sowieso passieren. Und dann bekommt Konrad sein eigenes Zimmer. Im Schlaftrakt. Gut, die Affen haben es hinter sich. Weg mit denen. Nein. Also auch die blöden Affen raus. Was seid ihr für Dinger? Einfach
doch nur Affe. Hm, danke. Affe ist ganz oben, schätze ich mal. Nein. Warum nie? Affe, weg hier. Und hier. Kann alles liegen. Genau. Also raus mit den Affen. Merken, wenn die Tiere von so einer Kobra oder... Also die waren vergiftet. Die hat es direkt zerlegt. Sehr unschön. Wir wollten eine Waffe bauen. Ich wollte eine Waffe bauen. Wir wollten eine Waffe bauen. RCS wollte eine Waffe bauen. Und zwar einen Kurzbogen fände ich ganz gut. Noch als Fernkampfwaffe. Zwei Stück zu bauen. Und eine Aufgabe hinzufügen. Helm herstellen. Ein Helm. 40 Materialien. Ein Helm wäre schon nie so schlecht. Messer. Was ist denn ein Iqua? 50 Materialien. Was kann denn das Ding? Mehr über Iqua. 6. Nahkampf, ja, ist schon gut. Ist eine bessere Waffe als das... Als das, Messer allein. Baue ich nochmal... 1, ja. Und, was bringt das Pilum? Das wirft man einfach. Das brauche ich jetzt nie. Genau. Und los geht's. Und das alles läuft über Handwerk. Und Handwerk macht Rina. Das ist ja Blödsinn. Handwerk macht Steff. Die ist einfach am besten. Das ist ein Unsinn. 7 von 20. 11 von 20. 10 von 20. Ja, die Rina kann das auch mitmachen. Unser Priesterli macht auch seinen Job. Okay, dann wird es jetzt hoffentlich die Rina machen, die Waffen herstellen. Die einen brauchen Holz, andere brauchen Stahl. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier die Sachen, die sind leider nie aus Stahl, mal kontinuierlich abbauen werde. Stahlreste haben wir dort. Jetzt irgendwas, was näher ist, nehme ich das. Fressen wir uns mal in den Berg. Wie eine unersättliche Maschine. Aber da haben wir das Stahlproblem für einen etwaigen Helm gelöst. Brauchen... Holz ist nie verkehrt. Holz ist nie verkehrt. Dich lasse ich. Dich hacke ich. Dich hacke ich. So, du räumst hoffentlich die Affen weg, ja. Stinkenden Kadaver. Das ist doch aus dünnem Leder. Ja, das hilft leider nie so viel. Und irgendjemand sollte sich mal an die Projekte da ransetzen. Drogenlabor, Rauchblatt-Joint. Kann ich sowas anbauen? Ach, es wird ja... Ja, läuft ja schon. Wir sind ja schon auf dem besten Weg zu einer Drogenhöhle. Konrad bekommt seinen eigenen Raum. Strom haben wir genug. Also jetzt ist zwar gerade nicht viel los. Draußen haben wir 18 Grad. Genau, macht das alles weg. Gut. Gut, gut. Brauchen eindeutig noch mehr Ablageflächen. So, da wird das Bett wird neu installiert. Hier. Hier. Was bekommst du dazu? Ein Nachttisch. Eine Kommode. Eine Kommode. Ich kann eine Kommode aus Gold bauen. Ja, kann man mal machen. Kommode aus Schiefer. Ich habe wirklich... Stein sieht ein bisschen schlecht aus. Auch das ist alles wenig. Wir haben genug davon. Also Food is a new... Was baue ich denn hier mal noch mit rein? Nachttisch. Nee, nee, die Kommode. Baue ich hier noch eine Kommode rein. Und ein Regal. Wir müssen mal irgendwie ein paar Waffen abliefern. Baue ich mal hier noch eins hin. Wie wird das hingestellt? Da wird es ja etwas voller. Aber da werden die Waffen dort abgelegt.
Und los geht's. Macht hin. Gebt euer Bestes, holt Stahl. Macht alles für Konrad fertig. Morgen dann. Ich verstehe schon. Das ist ja jetzt kein direkter Widerstand gegen die Staatsmacht. Einfach nur hungrig. Woraus baust du? Vogelleder. Kalten Wetter warm zu halten. Ja. Wie weit noch? Verbleibende Arbeit 24. Die psychische Beruhigung hat aufgehört. Ja, dann. Team im Arbeitsrausch. Das ist die ganze Zeit im Arbeitsrausch. Voll krass, eh. Konrad, würdest du dann irgendwie mal... Hol mal die Affen weg. Die wollen wir hier nicht mehr. So. Zack. Weg damit. Die Jacken sind hergestellt. Forschung abgeschlossen, Maschinenbau. Forschungsmenü. Mikroelektronik, nee, nee. Schusswaffen, Schutzrüstung, Schutzhelm, Schutzhose, Schutzjacke, Schutzweste. Naja, sind alles... Rauchwandgürtel. Ich hätte gerne Schusswaffen. Ja. Das soll es sein. Baut man hier schön Konrads Butze aus. Brauchen wir noch ein bisschen Sandstein. Schüfer. Weil wir hier gerne einen Schüferboden hätten. Hätten. Blatt aus Schiefer. Braucht nur 120. Eine Fratze. Fliese aus Schiefer. Wie viel wird das brauchen? Nein. Ja, ja. Mach das mal so. Das ist okay. Schiefer kann man hier natürlich auch einfach mal abbauen. Das ist ja nur wirklich vor der Tür. Aber so geht's auch. Warum baut denn hier keine Waffen? Steff. 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 Oh, ihr guckt fern. Na, endlich mal. Ja, 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 ja. Gerade Freizeit. So, kannst du... Ja, wir... Gut, fangen wir mal damit an. Jetzt wird da ein bisschen Holz reinschmeißen. So. Schmieden. Braucht so mehr Holz. Und jetzt geht's zur Sache. Kraftstoff 49. Und was hast du jetzt gebaut? Ein Bogen. Wer kann schießen? Jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Gruppe gucken. Fernkampf 6 hat eine Pistole. Fernkampf 4, Fernkampf 10 ist klar. Fernkampf 1 und Konrad will das gar nicht. Nahkampf 5 immerhin schon. Konrad, die Rine nimmt jetzt mal den Bogen. Wo ist der Bogen? Hier ist der Bogen. So. Tine nimmt jetzt das Messer. Okay. Und jetzt wird ja hier gleich... ist noch kurz Bogen fertig. Und jetzt, genau, jetzt wird es die Nahkampfwaffe gebaut, die aber eigentlich... Sklavenhändler von die Gebirgsnation. Nee, 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 nee. Jetzt habe ich erstmal genug. Genug! Nahkampf 2. Naja, kriegst du das Ding dann. Geht halt nie anders. Iqua herstellen. Wo räumst du das hin? Da. So, Konrad will nicht kämpfen, das wissen wir. Rina hat jetzt den Bogen. Tine bekommt jetzt das... das Ding. Ein bisschen aufräumen wäre nett, aber muss nie sein. Wer braucht das schon? Der Konrad bekommt natürlich auch ein Licht. Und... Konrad. So. Dings wäre auch noch schön. Irgendwas zur Dekoration. Pflanzkübel. So. So. Und da kann Konrad schlafen auf der Baustelle. Das ist gar nicht mal so schlimm. Sklavenhändler, was habt ihr denn zu bieten? Migi, ganz kurz fertig werden. Dann schauen wir mal, was die haben.
Kakerlake, Waschbär. Ja, jetzt langsam mal gut mit Sklavenhändlern. Aber schauen wir uns das mal an. Oh, für 800, na. 15. Ich die? Oh, dann ist mein... Nee. Ist gut. Das muss es jetzt erstmal sein. 5, ein andermal vielleicht. Aber nicht jetzt. Weil ich mit 24 Bauteilen... Okay, Boys. Ja, bringt eure Lamas mit rein. Das ist schon okay. Alle mal kurz den Raum gestürmt. Tut mir leid, ich kann nichts mit euch handeln. Ich hätte zwar gerne die Viper. Sieht man sie hier? Bacchus, blaue Kakerlake. Grüner Wallander. Nee. Verstecken sie irgendwo. Schwarzes Chinchilla. Für nur 800, ne? 15 Jahre alt. Ach, da ist Viper. Gut kochen. Sozial 3. Geistige Arbeit. Verweigert Gewalt. Oh, Kriegsflüchtling, glaube ich dir. Ich kann dich leider nie freikaufen. Überfall. Der Norabund. So, ihr habt einen Bogen und eine Keule und ihr seid zu zweit. Aber diesmal sind wir auch nicht so schlecht ausgerüstet. Wir haben nämlich auch Bögen. Wie ist denn jetzt die Bewaffnung? Colt? Nahkampf? Fernkampf, Fernkampf. Hm? Gar nicht. Was macht denn ihr? Nehmen wir das mal auf jeden Fall noch mit in die Folge. Schauen wir mal. Hier tingelt erstmal hier runter. Ja, ja, fresst ruhig die tote Ratte. Kröte und Bringa. Arbeitsrausch, Tine. Wir können euch schon kaputt machen. Das geht schon. Bogen, das könnte wehtun. Eigentlich will ich da schon ein bisschen schießen. Hätte ich schon lieber, wenn der Brinker sich da erstmal ein paar einfängt, bevor er anfängt zu schießen. Sollten wir mal probieren. Geschenk von die Gebirgzen. Oh, 8-mal Medizin, ja, das ist hervorragend. Triviani. Schon. Nein! Hat wirklich sich den scheiß Pfeil kief in die Fresse. Mann. Echt jetzt? Ich fass es nie. Gut. Sind wir dabei. Weg mit euch. Okay. Das nehmen wir. 5 Bier. Nehmen wir. Schön, dass ich das jetzt alles gerade erst gemacht habe. Du bist tot, oder? Kröte. Schmerzschock. Nö. Gut, danke, dass ihr mir geholfen habt. Tut mir leid. Tut mir nie wirklich leid. Du hast mir einen Kiefer geschossen, du Idiot. So, der Friedhof der Fremden wird größer. Verrückter Kasua. Moment. Jetzt mal ganz ruhig bleiben. Hier noch ein Grab hinbauen. Hören wir dann ab. Ist denn hier draußen verrotten? So gesund ist das gar nicht. Nehmen wir mal mit. Die Klamotten haben die anderen geklaut. Aber wir haben ein paar Bier.
Du gehst jetzt mal bitte in die Krankenstation. Wer ist denn hier meine... wer ist denn hier die Ärztin? Wer ist denn hier die Ärztin? Medizin 2, Steff ist es nicht. Medizin 6, 4, 0, Konrad, Medizin 9. Du bist der Oberarzt. Konrad, Medizin 1, 2. Machen wir so. Ja, du kannst es ja nun wirklich gar nicht. Ja. Du kümmerst dich dann um Mickey mit seinem gebrochenen Kiefer, der sich inzwischen auch die, die Weste ausgezogen hat, damit er sich ein bisschen was Warmes anziehen konnte. Sei es drum, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier in dieser Folge und müssen noch den verrückten Kasua in der nächsten Folge erschießen. Also bis gleich, ich bedanke mich nochmal und wünsche euch noch. Ciao, ciao.